So Leute, die Saga geht weiter, ja? So, ich hatte kürzlich bei Facebook ein Gebot gepostet und zwar geht es darum, ja? Gönnen. Gönnen können, ja? Und auf jeden Fall das 10. Gebot steht irgendwie auf meinem Ruhrpottdeutsch. Ich habe die 10 Gebote auf Ruhrpottdeutsch. Hier habe ich ja auch nochmal die 10 Gebote. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh und alles, was, so, was dein Nächster hat, ja? So, das heißt, du sollst gönnen können, ja? Gönnen können. In den Ruhrpottdeutsch Geboten steht das so: gönne dein Nachbar alles, das Haus, die Blagen, alles, was er hat, die Weltreisen und sowas alles, ja? Auch wenn er weniger hat, auch wenn er viel mehr hat wie du selbst, ja? Wie geht das? Wie können Menschen solche Sachen schreiben, ja? Hier ist das Gebot, das habe ich hier genau neben mir kriegen, ich habe das Handy an der Tür gerade, ja, auf dem Buch stehen. Und hier habe ich die 10 Gebote auch nochmal aufgeschrieben, ja? Wie kann man denn sowas schreiben? Wer schreibt denn sowas? Oder wie kann ich denn gönnen? Wie können Menschen denn gönnen? Das kann doch nur ein Blödmann sein, ne, wenn man gönnen kann. Ne? Das kann doch nur ein Blödmann sein, ne? Und in den Geboten reinzuschreiben, gönn deinen Nachbar alles, ne? Ja, ich war doch auch immer ein Blödmann, ne? Also sind Gönner doch Blödmänner, oder? Wisst ihr doch, ne? So, ihr wisst Bescheid, Leute.